Ich sehe aus wie Kasper. Wie witzig. Was für ein Glück. Du und ich dürfen dabei sein. Mir gefällt es schon, aber ich würde halt einfach erfrieren. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Euch hat das letzte Mal das Video richtig gut gefallen, wo meine Mutter mir Outfits rausgesucht hat. Und deswegen dachten wir, machen wir heute einfach mal einen Teil 2. Also ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe auch ein paar festliche Sachen ausgesucht, weil ja Silvester ist und Weihnachten. Ja, und wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen runter. Let's go! Also ich hole jetzt gleich mal das erste Outfit. Der Bertie ist auch dabei. Ich weiß auch nicht. Die Hose ist auch neu. Also die haben wir schon... Sieht man das überhaupt richtig? Ich mache wieder ein Hochformat. Ja, man sieht's schon. Und ich habe jetzt so ein paar Basic Pullover geholt. Die kannst du jetzt einfach mal nacheinander probieren. Und das ist jetzt der erste... Ah nee, das ist die Jacke. Guck mal. Du hast ja gesagt, das ist gerade in, gell? Ja. Dann probieren wir jetzt mal den Cardigan an. Willst du gleich den Body drunter ziehen? Leute, das ist das erste Outfit. Oh, ich bin auf die Tasche gestiegen, es tut mir leid. Leute, das ist jetzt das erste Outfit. Das ist einfach also halt so der Basic Straight Jeans mit einem weißen Body und dieser, ja, wie sagt man, Strickjacke. So schön. Ich finde es schön, aber ich weiß nicht, wegen der Kopf. Also ich finde die richtig... Bitte. Nein, du sollst sie ja nicht aufsetzen. So. Das ist übrigens von New Yorker. Also die Jacke... Die Hose ist von Bershka. Nee, die Hose ist von Stradivarius. Ah ja, Stradivarius. Der Body ist von Bershka. Nee, auch von Stradivarius, glaube ich. Leute, das von Zalando, das auch und das von New Yorker. Wir verlinken natürlich alles, aber ich finde die Jacke ist super, super schön. Ja. Also von... Ich würde sagen so 6 von 10. Echt? Oder 7 von 10, ja. Also für mich ist es eine 10 von 10. Ich finde es richtig toll für die Schule. Der Bauch ist eingepackt. Okay, ist gut. Ist gut. Ich finde, es gibt so ein bisschen Oma-Vibes. Was? Ja, ich finde es schön, aber es gibt ein bisschen Oma-Vibes. Jetzt gebe ich dir mal... Was hast denn du jetzt an dem Body, gell? Ja. Dann machen wir es jetzt mal so. Du wolltest ja noch was Chilliges, übrigens auch von New Yorker. Das ist hier so eine Jogginghose und dann habe ich hier so Ohrwärmer dazu bekommen, weil ich habe mir gedacht, das kann man vielleicht auch jetzt gut kombinieren. Ja, sieht ein bisschen eng aus, aber wir probieren es. Ich schneide meine Hosen immer hier unten so auf. Hast du die da zum Zeigen? Das war nämlich echt eigentlich ganz gut. Ja. Ich war erst dagegen, aber die Idee war gut. Ich habe jetzt aber noch mal eine bestellt, die unten gleich offen ist. Die ist halt schmutzig, weil wir waren draußen. Ja, das macht ja nichts, kann man ja waschen. Ja, okay. Hast du im Dreck dich gesuhlt oder was? Nee, vom Fahrrad. Leute, ich habe die hier unten einfach so aufgeschnitten. Ja, okay, gut. Das könnt ihr auf TikTok, gebt einfach mal ein, Jogginghosen bunt aufschneiden und dann findet ihr das. Okay, dann probierst du das an und ich gebe dir noch einen Pulli mit. Dann haben wir den auch gleich gezeigt. Also Leute, das Outfit passt von A bis Z nicht zusammen, aber die einzelnen Sachen sind cool. Aber du kannst mir nicht sagen, dass das zusammenpasst. Ich finde es richtig, richtig schön. Ich habe eine lilane Hose an, einen grauen Pulli, drunter mein Body, hochgesteckt. Und meine Ohrenwärmer, aber weiß nicht, ich finde, das passt nicht zusammen. Die Sachen sind süß, aber das passt nicht zusammen. Ich finde es richtig schön. Ich finde, die Hose könnte eine Nummer größer sein. Aber ich schneide die unten auf. Ohne eine Nummer größer. Ja, doch, mach es, oder? Ja, wir tauschen die um in eine Nummer. Aber der Pullover schaut richtig schön aus. Ja, der ist süß, aber ich finde, das passt nicht zusammen. Der ist übrigens von, wie heißt es, Tally Whaley? Tally Whale. Tally Whale und die... Ich weiß auch nicht. Und die haben schon reduziert. Man hat 2 Pullover für 35 Euro bekommen. Und du hast natürlich 2 geholt. Ja. Wie viel hat einer gekostet? 29. Das war ja mal ein richtiges Schnäppchen. Also der Pullover ist klasse und die sind richtig süß. Ich mag gleich mal ein Foto. Ich weiß nicht, ich mag es nicht, dass sie so... Ich finde die toll. ...so dick sind. Ich finde die super. Aber die, guck mal, die sind hier innen auch so dick. Das tut voll weh. Ich finde die immer toll. Also ich vergebe auf jeden Fall 8 von 10 Punkten. Ja. Die Hose kriegt von mir so 5 von 10 Punkten, weil es eine Jogginghose. Der Pulli ist so eine 8 von 10, weil der ist süß. Der hat ja auch so... Der ist ja so gestrickt, Leute. Der kriegt 8 von 10 und die Ohren machen keine Ahnung. 5 von 10, die tun weh.
Und meine Helix von mir. Okay, also drückt. Gut. Leute, ich soll die Kamera anmachen und was sagen. Bist du doof. Spaß. Nee, aber. Also jetzt habe ich ein Weihnachtsoutfit rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, das wäre richtig toll. Und es ist doch für Weihnachten. Guck doch mal, wie cool. Das ist halt so für einen heiligen Abend, oder? Das ist ja aus dem Christbaum. Magst du mal anziehen? Ja, muss ich ja. Wie witzig. Ja, aber guck mal, mach mal die Aufhänger rein. Das ist doch mega. Nein, es tut so kratzen. Mach mal an. Aber es schaut richtig, richtig. Nein, Mama, es sieht richtig schlimm aus. Was ist das für eine Hose, wenn die breit wäre? Okay, aber. Nicht mal 1. 0, minus 0,005. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Und? Oho! Ja, gut, die Socken, aber. Mein Gott. Das schaut ja richtig toll aus. Und wie gefällt's dir? Es ist okay, aber nicht so mein Fall. Nicht so dein Fall? Nicht so mein Fall. Sieht so ordentlich aus. Weißt du, ich meine? Ich find's mega. Ja, ich weiß, es ist okay. Ich find's, ja, ich weiß nicht. Also es ist hinten sehr kurz, aber nicht schlimm. Würdest du, es steigt wieder auf die Tüte, würdest du es auf eine Party anziehen? Wann gehe ich mal auf eine Party? Ich weiß nicht, das sieht ein bisschen... Schreibt ihr mal... Ich mag's lieber einfach eng. Eng, ganz eng. Das ist doch ganz eng. Ist das ein Kleid? Ja. Das sieht aus wie ein Vorhang. Jetzt sag das doch nicht. Oh Gott, Leute. Ja, okay, ich zieh's an. Leute, ich zieh das an, ne? Und dann sehen wir uns gleich als Vorhang. Also es ist natürlich nicht immer leicht, was Cooles zu finden, weil natürlich habe ich einen ganz anderen Geschmack als die Easy. Aber ich würde sagen, so falsch liege ich doch gar nicht, oder? Also ich... Ja. Was? Gar nicht schön. Ach, ich find's süß. Gar nicht, guck mal. Das hängt hier so. Das ist auch so, ich weiß nicht. Also das andere hat mir besser gefallen. Das andere war besser, weil das, guck mal, das hängt wie ein Lappen an mir runter. Ich mag's, wenn die eng sind, zum Beispiel so, so. Das, guck mal, das hängt einfach an mir runter. Guck mal. Also, jetzt habe ich noch ein richtig schönes, also wir haben noch eine Hose. Und jetzt kommt nochmal so ein Basic-Outfit für die Schule. Ich übrigens auch wieder von Stradivarius. Stradivarius? Der hat wirklich richtig gute Hosen. Ja. Und Tally Whaley wieder. Tally Whaley. Tally Whale. Hey, glaube ich, was steht denn da? Guck mal. Tally Whale, oder? Ja. Spricht man es aus. Hot Stuff Inside steht da. Na gut. So, Berti, dann sind wir mal gespannt, wie das jetzt ausschaut, ne? Dann darfst du heute dabei sein im Video. Was für ein Glück, du und ich dürfen dabei sein. Hm? Mein Schatz. Guck mal, da sind alle. Oha, warte, warte. Und? Ja, ich find's süß. Und du hast die Tasche nicht drin. Ich spiele jetzt nicht mit dir. Das finde ich richtig toll, oder? Ist halt basic. Aber sowas braucht man ja für den Winter. Was machst du? Warum wollt ihr das nicht? Komm her. Du? Ja, ich find's süß. Ist er auch so kratzelig oder? Nee, der ist weich. Der ist richtig weich. Der ist schön. Besser als der von New Yorker auf jeden Fall. Also die zwei sind besser als die von New Yorker. Warte mal, jetzt kommt das nächste. Das haben wir nämlich auch neu. Kannst du auch noch mal drüber ziehen. Das ist nur mit einer Bestellung gekommen. Das hatte ich bestellt. Das ist von Bershka. Die haben nämlich zurzeit auch richtig coole Oberteile. So schaut es aus. Zieh es mal an. Das sieht jetzt gerade noch ein bisschen komisch aus, Leute. Aber angezogen sieht es voll süß aus. Zieh es an. Weißt du, so sieht es aus. Es ist kurz, aber es ist warm. Also mir gefällt es ganz gut. Und jetzt könntest du noch die Strickjacke drüber ziehen. Achso, ja, schön. Die ist von Trendyol. Die haben wir bei Trendyol bestellt. Die ist wie die andere, ohne Kapuze und ein bisschen... Kürzer, glaube ich, oder? Mhm. Dieser Hund, immer muss der ein Main Character sein. Ja, also jetzt, so sieht es dann aus.
Wie sieht's aus? Also ich finde, das Outfit ist auch eins meiner Favoriten. Ich finde es total schön. Wir haben noch eine Jacke. Stimmt! Moment. Leute, das ist das letzte Outfit. Das ist einfach nur die, wie nennt man das, Jacke. Aber das ist so, also das ist ein Top, aber als Jacke, wisst ihr, ich meine. Das habe ich auch von Zalando. Und ich glaube, die kann man auch zum Sport anziehen. Nee, glaube ich nicht. Lang mal an. Keine Ahnung. Also ich finde es auf jeden Fall eng. Ja, ich muss es ja nicht. Aber was ist denn so schlimm daran, dass es eng ist? Mir gefällt es schon, aber ich würde halt einfach erfrieren im Winter. Echt? Ich kann halt nicht verstehen. Ja, weil das ist kalt. Ich brauche auch am Rücken was. Das ist ja. Ich habe mich dran gewöhnt. Mein Zimmer, ich schlafe immer safe bei minus 2 Grad. Also, dass bei dir keine Eisbären durchlaufen? Auf jeden Fall. Also, jetzt schreibt doch mal in die Kommentare. Ich glaube, du bist mal größer als ich. Wie euch die Sachen gefallen haben, die ich besorgt habe. Und Berti! Der holt immer den schlimmer Otter. Auf jeden Fall, bist du zufrieden mit meiner Auswahl oder ja, sagst sehr. Du? Also musst du es nicht sagen. Okay. Ich hab dich lieb. Das ist sehr, sehr schwer. Aber ich mag dich trotzdem. Ich mag dich auch. Das war jetzt cringe. Leute, falls es dir gefallen hat, lass deinen Daumen nach oben da. Ja, nochmal, komm, mach. Falls es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, drück die Glocke und abonniert mich und schaut bei Mama vorbei. Ja, danke. Ja. Okay, also. Tschüss. Mama. Ja, okay, nochmal. Adios, amigos. Ich hab schon gesagt. Nochmal. Adios. Adios. Ach, Mama. Nur du? Ja, dann mach. Adios, amigos, Leute. Tschüssi. Mua.